Aber jetzt. Na denn, kommen wir zur V2 quasi von der Folge. Und jetzt gehen wir die ganze Sache ein bisschen anders an, weil in der vorigen Folge bin ich ja jetzt frisch fröhlich eingegangen. Das kann nur eines bedeuten, richtig. Das wäre das, was wir jetzt umgesetzt haben vorher und was auch funktioniert hat. Nochmal machen. Nur halt erfolgreicher. So. Das ist mal das erste. Das andere. Da machen wir einen Betrieb stoppen. Da werden wir einfach ein bisschen lassen. Gut, die Jungs buddeln da. Wo war man am Ende? Das hat er sich nicht gemerkt. Und genau, da geht's jetzt auch auf. Genau. Gut. Den Fischer können wir da stehen lassen. Das wissen wir jetzt auch. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man bei einer Karte hin und wieder an einen älteren Speicherstand laden muss, muss ich sagen. Weil man einfach immer schön brav und Land verliert. Oh ja, genau. By the way, Land verliert. Und jetzt schnell wieder zwei Kollegen runterschicken. Ja, guck mal, Bogenschütze sollte schon dabei sein. Das war da für die Pioniere, die da kommen. Für die Pioniere, die oben kommen. Stellen wir da schon einmal die Bogenschützen auf. Gut. Also ich finde es sehr lustig, dass er schreibt, dass ein Gebäude zerstört worden ist. Eigentlich ist es ja gar nicht zerstört worden, sondern ist ja nur... wie soll ich sagen, es ist nicht zerstört worden, sondern eigentlich ist ja nur da die Bauplatzreservierung quasi aufgehoben worden. Aber ich glaube, das fällt unter die Kategorie Achtelreiterei. Und ich muss gleich niesen. Aha. Na. Gerade nicht. Oh, so knapp davor. Herrlich. Und doch nicht herrlich, so ein Gefühl. Gut, das ist immer das Erste, was wir machen. Da haben wir die Lager aufgestellt. Wenn wir da die Produktion fertig bauen. Und da jetzt noch ein Wasserwerk hinklatschen. Und da ein Wasserwerk hinklatschen. Gut. So, wollen wir die Waffenschmiede? Dann werden wir doch auch ein bisschen mehr noch auf Verteidigung gehen. Nur so 30%. Lager fertiggestellt. Perfekt. Kohle. Mhm, das Wohnhaus da ist auch schon unterwegs. Sehr schön. Mal gleich mal schauen. 30. Ich bin gerade voll am überlegen, wie lange 15 Minuten dauern können. Passt. Dann machen wir einen Cut. Gut, so. So ungefähr schauen, das ist ein Teil so. Also ich habe jetzt anders überlegt, Siedler spielt sich immer so nett. Man spielt einfach so noch gefühlt 20 Minuten, bisschen längere Teile. Klappt das. Macht schon Sinn. So. Zumindest hoffe ich, dass es Sinn macht. Den Kollegen können wir auch schon abreißen, beziehungsweise fällt der Gottholz. Nein, der bringt es zurück. Sehr gut, den lassen wir, obwohl, den reißen wir ab. Ist der gerade am Holz holen irgendwo? Nein. Ich glaube nicht. So, den zwar geben wir aber hohe Priorität hier. Hat eh schön brav Stein und alles produziert. Findet keine Bäume mehr. Ja, macht dann mal unten weiter Kahlschlag. Kahlschlag. Oh ja, herrlich. Das Ding ist fertig. Das heißt, wenn wir da gleich mal voll anfangen zu bauen. Mal da gleich 5er hin. Das Ding reißen wir ab. Und da noch einen Turm hin. Da noch einen Turm hin. Ich werde wahrscheinlich beide Türme verlieren, aber darum geht es ja nicht. Hauptsache ich sehe, wo der Gegner ist.
Ah, die trauen sich noch nicht her, die G-Pioniere. Ist auch gut so. Ist mein hoheitsgebiet. Irgendwo müsste da, Mann. Ah, mach mal da die schöne Produktion. Zack. Und zwar, von wegen, man kann da nichts anbauen. Das war der Geistesblitz schlechthin eigentlich in der vorigen Folge. So. Hätten wir mal da Mana-Produktion. Für weitere Mana-Produktion fragen Sie einen Priester. Oder Amtsarzt. So. Gut. Die Gewohnhäuser stehen. Das wird alles schön produziert. Das ist gut. Schaut steintechnisch aus. Eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Das heißt, wir können da bei der Industrie mal anzahlen. So, der Waffenschmiede machen wir auch nochmal eine. Genau, dann lassen wir einen Bleistift fallen, mit dem ich rumspiele gerade. Dann, das machen wir hier. Da bauen wir noch ein paar Wohnhäuser hin. Wir werden allerdings die 2 Goldschmelzen der Priorität haben. Gut, die Goldminen werden gebaut, da brauche ich keine Priorität mehr setzen. Ist das noch was zu tun gerade aktuell? Nein. Dann können wir mal entspannt eine Minute überspringen. So, wie schaut es jetzt aus? Mein Turm ist fertig geworden. Sehr schön. Hm, der Turm ist auch fertig geworden. Aha, da bin ich dem aber ein bisschen voraus gerade. Nein, bin ich nicht. Der hat gerade eben den Turm fertiggestellt. Weil ich den Turm aber eigentlich nicht mehr bauen. Könnte der ja als Angriff werten. Das wollen wir ja nicht. Den Turm können wir bauen, das dürfte kein Problem sein. Schaut's da aus. Das können wir auf 0 stellen, das auch. Jawohl. Und da ziehen die Bergarbeiter schon ein. Ihre Minengebäude. Sehr schön. Gut. Mhm. Da ist schon einiges gebaut. Und da kommen auch schon einige Soldaten raus. Geht das schon? Ja, das könnt ihr rein theoretisch schon abreisen. Kommen da noch Leute raus? Nein. Das heißt, das könnt ihr schon abreisen. Perfekt. Mal wieder ein paar Ressourcen zurückbekommen. Die Goldschmelzen werden gebaut. Sehr gut. Herstellen, großer Betrieb. Das ist so schön, da möchte ich irgendwie noch was reinbauen. Können wir da reinsetzen. Was ist denn das? Markt. Achso, das ist ein Marktplatz. Ach, ist ja winzig. Ich habe gedacht, das ist ein Mosaik. Na gut, dann Mosaik machen wir woanders weiter. Und zwar hier. Mosaik, bitte sehr. Zack. Also ein schönes bewachsene Steinchen hinstellen. Mhm. Bei der Agavenfarm geht schon was weiter. Aber ich werde fast sagen, dass sich da eigentlich 2 Agavenfarmen ausgehen. Auf den kleinen Fleck. Das einmal. Und was können wir noch bauen? Waffenlands und davon eines. Waffenschmiede Priorität, Eisenschmelze Priorität. Jawohl. Jetzt geht's voran. Jetzt haben wir zwar sehr viele Bausachen in der Planung. Ah, aber das ist fertig. Die Bäckerei ist fertig. Die ganze Nahrungsmittelproduktion läuft auf vollen Touren. Ja, schön. Was möchte man mehr haben? Goldhammer. Gold wird auch produziert in rauen Mengen, ja. Das heißt, wir werden mal irgendwo mal ein paar C-Objekte hinklatschen. Die bringen ja gute Pünktchen und Werte. Hm, was haben wir denn da? So einen schönen Kopf.
stellen wir dahin zum Berg. Auch ein schönes Zielobjekt. Könnte man das hinstellen. Bring ich ihr doch hin. Passt eh. Zur Kaserne. Was ist das für ein Gerät? Eine Wächterstatue. Zum Türmen. Dass er mir die Gegner vom Leib haltet. Da bauen wir noch so eine Säule hin. Da ist nämlich eine Quelle. Boah. Oh, das ist ein Grabstein, glaube ich. Und da vorne hinsetzen. Noch so ein Stein. Hm, bauen wir da hin. Und sonst noch... Oh, eine Fackel. Das ist ja schön. Und den Strand. Und so schöne Stufen oder was das sein soll. Und auch dahin setzen. Gut. Industrietechnisch geht es uns ja gut jetzt an. Das ist ja toll. Mhm. Holz wird produziert. Aha, Holz ist derzeit aber ein bisschen Mangelware. Naja. Was soll's, sind ja die Mayas, die brauchen ja nicht so viel Holz. Ja, und hauptsächlich fehlt Stein, also. Das passt schon. Und Tequila Destille. Ah, schau, kleiner Tempel ist gerade wie heißt nicht, der Typ, der da drin arbeitet. Tempeldiener? Schauen wir gleich mal nach. Wer ist denn die Kollegen? Heiler? Nee, Tempeldiener, ja doch. So ein Tempeldiener ist da jetzt eingezogen. Und der kriegt schon Tequila und da wird schon Mana produziert. Wäre das eigentlich nur realistisch, wenn der relativ so alle was in 5 Minuten getauscht werden muss, weil die kriegen ja alle Leberzirrhose vom ganzen Saufen. Boah, die sind verdammt schnell im Mana produzieren, das muss man sich dann lassen. Boah, ja. Da geht gleich ordentlich was weiter. So, da geht was weiter, hin oder her. Produziert Kollegen einmal so da weiter. Na, hier. Schaut's da unten aus. Ah. Jetzt die zur Strecke gebracht. Sehr schön. Nur vom Gegner zerstört, naja. Ein Versuch war's wert. So, du gelber Lurch. Mit mir nichts. Mit mir sicher nichts. Es fehlt Holz und Stein. Ja, ja. Und Gold wird produziert, bis wir umfallen. Ja. Eindeutig. Ah. Intelligenzpulsen. Es fehlt Kohle, und zwar tonnenweise Kohle. Und zwar Kohlenminen auf eine hohe Priorität setzen. Er findet keine Bäume mehr. Alles klar. Suche hier. Wirst du hoffentlich auch bald finden. Was ist denn damit ein Kabel los vom Headset? Ja. Gut. Soll's wieder gehen. Wir werden angegriffen. Ja. Oh, lass doch meine Geologen in Ruhe. Wir haben da noch nichts getan. Hä? Haben wir jetzt markiert? So. Ein Krieger. Die haben da doch nichts getan. Oh. Cool, und auch nach einem neuen Start vom ganzen Spiel ist dieser Soundbug nach wie vor da. Gut, ja, was soll's. 28, 24, da schon 22. Mhm. Und wieder ist einer fertig geworden, ein Bogenschütze. So weit, so gut. Da wird ordentlich Gold abtransportiert, ja. Hm, aber ich habe das Gefühl, dass da zu wenig Fisch produziert wird, das heißt... Bauen wir da gleich noch eine Fischerhütte hin. Ich soll da weiter nach Lachs suchen. Aber zumindest goldtechnisch an Erzen haben wir genug derweil, ja. Eindeutig. Die Kohleminen da schöpfen. Er findet auch keine Bäume mehr. Ist okay. Na komm. Ich will Ton, ich will netten Spielsound. Juhu. Geht wieder. Sehr schön. Die gelbe Seuche breitet sich da aus. Hm, da muss man echt Einhalt gebieten, aber ihr wisst nicht, wie das schnell machen soll. Vor allem, wenn wir dann wieder zwei angreifen, habe ich keine Chance. Hm. Blöde Situation.
Kann ich da hinten irgendwo Burg hinbauen? Das wäre wenigstens bollwerktechnisch gar nicht so verkehrt. Und das am Mauer ziehen traue mir jetzt auch nicht mehr. Man hätte früher so eine Mauer raufziehen sollen. Das hätte Sinn gemacht. So. Hm. Wenn die wieder zusammengerissen wäre, wäre das mit der Mauer machen. Aber noch ist es ja nicht so weit. Schicken wir mal die Armee dabei raus. Wieder da oben hin. Auf Verdacht einfach. Dann machen wir da nochmal. Da fällt mir ein. Was für Volk ist denn der eigentlich? Okay. Das dürfte jetzt interessant werden. Das dürfte sogar sehr interessant werden. Okay. Ein Gegenangriff und dann sofort wieder zurück zur Heimat. Mhm. Sehr gut, der Priester gibt doch schon mal ordentlich Mana aus. Ich verliere 12 Schwertkämpfer. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Er hat gar nicht so viel verloren. Hm. Ist echt ärgerlich, dass die mich da gleich angreifen. Aber das schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Könnte dabei echt noch schlimmer ausschauen. Bauen wir mal zwei Lager. Wie schaut es eigentlich mit meiner Mana-Produktion aus? Eine 50 Mana. Ja, damit ist auch kein Krieg zu gewinnen, leider. Es reicht noch nicht. Was kann er denn dabei zaubern? Gegner bannen. Bla bla bla. Also Zielpunkt teleportiert. Schützenstrafen. Ja, ein wunderschöne Schmetterlinge. Machen wir mal. Juhu. Und nochmal, weil es so schön ist. So. Und die Bogenschützen bestraft ein bisschen. Ja, und der grüne Lappen greift gleich mit an. Was soll denn das, Bitchend? Hat doch keiner eingeladen, die Lappen da. Nee, nee, nee. Hm. Okay, braucht definitiv eine andere Taktik. Eine Taktik, die effektiver ist. Und im schlimmsten Fall muss ich halt die Partie neu starten, aber... Es wäre nicht Siedler, wenn das nicht zu knobeln wäre auch, ne? Ah, ist gerade wieder Hauptmann fertig geworden. Ja, super. Die gelbe Streitmacht habe ich besiegt, aber jetzt kommt der grüne. Und der kommt gleich mit zwei klaren Regimenten, aber das reicht jetzt für die Türme. Ja. Ja, da sterben schon die ersten in die Türme. Na gut. Pech gehabt. Wieder ein Fehlschlag. Dann bei der nächsten Folge werde ich es nochmal von dem Speicherstand probieren und sonst werde ich die Karte neu starten. Na gut, bis zum nächsten Teil und tschüss, servus.